Also Freunde, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass ihr zuguckt. Ich hoffe, ihr sitzt nicht in Quarantäne. Also wenn dann nur halt in der selbstgewählten, so wie wir hier auch. Wir treffen gerade niemanden. Wir kochen uns den Wolf. Wie gesagt, hauptsächlich auf Twitch oder auf unseren Foodblogs. Ich habe vor 2-3 Tagen Hefe gemacht. Hefe vermehrt. Das Video wird sehr gut angenommen. Das freut mich wahnsinnig. Vielen Dank auch für die ganzen vielen neuen Abonnenten. Herzlich willkommen. Und dass diese Hefe funktioniert, das zeigen wir euch heute. Wir backen was mit dieser Hefe, ja, die wir da vermehrt haben. Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung vom Backen. Ich kenne mich mit Backen null aus. Ja. Deswegen habe ich mir jemanden geholt, der sich auch nicht mit Backen auskennt. Aber zumindest schon mal so Ansätze gemacht hat. Das ist diese fantastische Frau, die diese zwei Bücher geschrieben hat. Es ist Mirja, aka die Küchenchaotin. Ich weiß, dass meine Küche nachher aussehen wird wie die Sau. Weil diese Frau kocht natürlich immer hier in dieser Küche, weil es ist meine Frau. Wenn ihr diese Bücher kaufen wollt, ich werde sie euch irgendwann nochmal verlinken. Das eine ist ein süßes Buch und das andere ist ein Pasta-Buch. Ihr habt jetzt genug Nudeln und Klopapier da rein, jetzt braucht ihr eigentlich nur noch das Buch, um die Pasta zu machen. So, ich lese mal kurz den Chat. Ich sage herzlich willkommen, meine Frau, Mirja, die Küchenchaotin. Warte mal, ich habe hier auch so ein Ding. Warte mal, habe ich einen Applaus? Schön. Sehr gut. Ja, Orangina Nano Henry. Den Fokus der Kamera sieht man in der Mitte, das weiß ich. Das ist bei Twitch auch schon das Problem gewesen. Das ist der Fokuspunkt der Kamera, den kann ich leider nicht ausschalten. Und wenn, wüsste ich im Moment noch nicht wie. Falls das irgendjemand weiß, sagt mir bitte Bescheid. Ja, das müsst ihr jetzt so ein bisschen als Fadenkreuz nehmen auf mich. Das tut mir echt sorry. So, ich gucke hier nochmal rein. So. Ach ja, schön, guck mal, du bist auch im Chat drin, ne? Ja. Warte mal. Jo. So, warte mal. Ich kann ja auch hier. Ich bin überall, das kennst du doch von mir. So, guck mal hier, wir können auch hier. Komm mal zu mir, wir können hier auch hier gucken. So. Was schreiben die Leute im Chat? Ton ist besser. Schön. Gut. Sollen wir anfangen, Schatz? Es ist, ich würde sagen, was ja. Machen wir? Wir machen Hefezopf, habe ich gehört. Ja, wir machen Hefezopf. Ich habe noch nie. Hast du mir gerade ein Bein gestellt? Ja, das tut mir leid. Mit deiner selbstvermehrten Hefe. Denn es kursieren gerade so unterschiedliche Rezepte von Hefe vermehren oder Hefe selber machen, die überhaupt gar nicht funktionieren. Genau. Und ja, wir haben ein Rezept gefunden, das tatsächlich funktioniert. Solange man noch ein bisschen Hefe hat, kann man die nämlich einfach vermehren. Und weil natürlich viele jetzt schon auf die Nase gefallen sind, indem sie zum Beispiel irgendein Bier und irgendein Mehl zusammengekippt haben, ja, fragen natürlich alle, funktioniert das denn überhaupt? Und wir haben schon Käsebrötchen damit gebacken, also so überbackene Milchkäsebrötchen. Hier, ein Brötchen ist noch da. Wieso liegt da oben Butter rum? Weil wir die gleich brauchen und weil ich nicht wollte, dass die Katze sie frisst. Dieses Brötchen ist aus dieser Hefe gemacht. Es ist der lebende Beweis eines Brötchens, dass es funktioniert. So. Genau, und weil es so schön funktioniert und weil wir beide so Backkoryphäen sind. Nicht? Also ich kann backen, ich mache es nur nicht so richtig. Hab ich hier ein Lachen auf diesem Ding? Ja, hast du. Wo denn? Hier? Oh. Entschuldigung. Das war nicht das Lachen. Das ist Rülpsen da. Gut. Ah. Backkoryphäen. Nein, tatsächlich. Ich habe ja mein erstes Buch, das hast du ja vorhin ganz richtig gesagt, mein erstes Buch ist ein Backbuch gewesen. Ist kein Backbuch gewesen, es ist ein Süßigkeitenbuch gewesen. Also es waren auch Gebäckstücke drin. Ich bin nämlich übers Backen zum Kochen gekommen und ich mag inzwischen gar nicht mehr so richtig gerne backen. Ich koche viel lieber. Deswegen lass uns backen. Ja, deswegen. Aber was soll man mit Hefe machen, wenn nicht backen? Richtig. Deswegen? Ich gucke gerade hier. Ingo Eiwas ist nicht so mein Ding. Was ist nicht so dein Ding? Du musst mit mir in vollen Sätzen reden. Dann kann ich ja auch antworten. Ansonsten, der Bauchzwerg ist auch dabei. Ja, der Bauchzwerg, ja. Bauchzwerg ist am Start. So. Ich bin nicht fett. Ich bin nur schwanger. Ich bin fett. So, Freunde der Sonne. Was machen wir jetzt? Also ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe null Ahnung vom Hefezopf. Ich habe null Ahnung vom Backen. Du musst mich anleiten. Ja. Was muss ich machen? Ich gebe dir mal eine Morgen.
Ihr könnt gerne mitschreiben. Wir werden euch das Rezept aber... Haben wir das Rezept irgendwo online? Nö. Dann schreiben wir es euch unten in die Beschreibung rein. Vielleicht morgen. Morgen ist Sonntag, habe ich Zeit. Ja. Gut, wir brauchen eine Waage. Ausgezeichnete Idee. Hier hast du eine Waage. Ja. Und zum Backen ist Mehl meistens eine gute Idee. Ja. Da kannst du mal 500 Gramm in diese... Du backst heute. Ich leite dich mal an. Du bist... Dann kann ich dir die Küche auch nicht einsauen. Ja. Wie viel? 500 Gramm. Das sind das? Das sind noch keine 500 Gramm. Das sind niemals 500 Gramm. Oh. Ha! Das sind genau 505 Gramm. Ja, läuft. Ha. Wenn das mal nicht mehr abgedingst ist. Nimm mal tatsächlich die 5 Gramm sicherheitshalber raus. Das hast du auch vorher abgewogen, oder? Nee, habe ich nicht. Die können wir ja... Warte. Die können wir ja immer noch wieder dazugeben, wenn der Teig nachher ein bisschen zu... so dingsbumsig ist. Wenn ihr Fragen übrigens habt, egal zu was, also es kommt ein bisschen darauf an, ob wir das dann beantworten oder nicht, aber wenn ihr Fragen noch zur Hefe habt, wenn ihr Fragen zu dem Hefezopf hier habt, das ist übrigens eine super Möglichkeit, nächste Woche für Ostern was zu backen. Ne? Das ist eine ganz geile Sache, das funktioniert. Mehl gibt es übrigens im Normalfall, also entweder jetzt wieder in einem Einzelhandel oder aber bei einer Mühle. Muss da mal googeln, ihr habt mit Sicherheit eine Mühle auch in der Nähe. Man munkelt, es gäbe auch Mühlen, die noch Hefe verkaufen. Oh mein Gott. So, also wer Fragen noch zur Hefe hat oder zum Backen oder sonst irgendwas, fragt uns einfach, ist der Chat noch da oder ist der hängen geblieben? Mach du mal weiter. Ist nicht so sein Ding immer noch. Ist immer, ah ja, hier. Dein Hefe, was Kochschwabe, dein... Du mit Hefezopfteig mit Hefewasser ist gerade am Gehen. Bin schon sehr gespannt. Zeig mal dein Hefewasser, Schatz. Wir haben auch ein Hefewasser gemacht. Ich präsentiere, das hier ist Gerlinde. Gerlinde. Sie ist bereit zum Backen. Hier unten hat sich schön die Hefe abgesetzt. Die könnten wir jetzt bei der Gelegenheit gleich mal schütteln. Die gute. Die gute Hefe. Ich trinke mal so lange einen Schluck. Und das Rezept für dieses geile Hefewasser, das kommt wann? Ich befürchte ja, wir kriegen es heute nicht mehr hin. Wir hatten es für heute versprochen und dann hast du dir überlegt, du willst einen Livestream machen. Ja, vielleicht, deswegen, also nee, nicht vielleicht, spätestens morgen. Ich muss halt heute Abend dann noch ein bisschen das Video schneiden und dann kommt das Video zu dem Hefewasser morgen. Hoppala! Ja, sie gärt. Sie gärt wie Sau. Also sie funktioniert und da bin ich auch gespannt. Ich meine, der Kochschwabe hat hier auch schon einen Hefezopf angesetzt, Hefezopfteig mit Hefewasser, das funktioniert auch. Aber du hast hier jetzt nur Mehl in der Schüssel getan. Ja, was soll ich noch? Was soll ich denn noch reinschmeißen? Du kannst hier mal so eine schöne Prise Salz reinmühlen. Eine Prise. Ja. Ich habe gelernt, eine Prise ist genau das, was zwischen zwei Finger passt. Ich bin so froh, dass dir das mal jemand gesagt hat. Ja, das war der Markus von Meyers Kochtipps. Markus, bist du da? Schreib mal was. Nee, bist du nicht da, ne, Markus? Ja. Der Markus. Niemanden ist verlassen. Der Markus hat mich. Das ist eine Brise, ne? Zack. Das ist. Ein bisschen mehr als eine Brise. Ja, es wird halt ein Salzteig. Wird es ein salziger Teig. Der Markus hat mich, hat den Kanal hier erwähnt bei sich im letzten Video, als er Bärlauchsalz gemacht hat. Das hat mich total gefreut. Vielen Dank, Markus. So. Milch. Habe ich jetzt zu viel Salz rein? Wie viel Milch brauche ich? Das wird schon gehen. 250 Milliliter hätte ich gerne. So. Ihr könnt tatsächlich echt mit uns kommunizieren. Also schreibt ruhig, wir beißen nicht. So, 250, aber mal richtig. Aber auf den Strich. Aber hallo. So, und jetzt? Die kannst du mal, die müssen wir erwärmen. Und wir haben so einen super handlichen kleinen Milchaufschäumer. Das muss ich aber hier hinten machen, oder? Das machen wir einfach da drin. Das aber wir brauchen diesen Schäumnubbel brauche ich, ne? Du musst den Schäumnubbel da ran machen. Dass das funktioniert. So. Soll ich das machen? Ja, was mache ich? Du fummelst da immer so lange drin. Ja, ich habe so riesen Hände. Ich passe da ja nicht rein in dieses... Habe ich jetzt Kochschwabe? Habe ich zu viel Salz genommen oder was? Oder wegen was schreibst du vor? Nee, ich glaube wegen dem Hefewasser. Wegen dem Hefewasser? Boah. Aber Gerlinde und ich sind so. Ihr seid so dicke, ey. Also ich habe das Gefühl, unser Chat ist hier etwas träge. Ja, auf Twitch sind die gesprächiger, ha? Oh yeah. So, wir gucken mal hier rein. Was haben wir denn noch? So. Habt ihr denn schon mal
einen Hefezopf gebacken? Das würde mich vielleicht auch mal interessieren. Dieses Jahr backen, glaube ich, alle einen Hefezopf, weil sie Zeit dafür haben. Oh ja. Und Bananenbrot. Ich habe gehört, Bananenbrot ist gerade irgendwie ja. der letzte Backschrei. Ja. Und damit, vielleicht, weil man es mit Backpulver macht. Ja, und somit hast du auch schon verraten, was es auch noch nächste Woche auf dem Kanal hier gibt. Ein Bananenbrot. Aber, ja. Schätzelein. Was los? Mach da mal eine kleine Mulde rein. Einen Moment, ich muss zurückschalten auf die Küche. Zack. So. Okay. Ich muss den Chat anmachen, sonst kann ich euch ja nicht sehen oder euch verfolgen, was ihr so babbelt. Was soll ich machen? Eine Mulde? Entschuldigung, mein Hirn hing. Einmal resettet oder was? Und in diese Mulde, oh. So, normalerweise würden wir jetzt in diese Mulde, ich muss mal kurz aufpassen, dass das hier nicht zu warm wird. Ich habe eine okay? klassische Mulde gemacht, Freunde. Normalerweise würden wir in diese Mulde jetzt Hefe, einen Hefewürfel, nicht mal einen ganzen, reinbröseln. Ja. Aber wir haben ja unsere wunderbare, selbstvermehrte Hefe. Ja. Beziehungsweise das hier, das ist fast schon ein kleiner Vorteig. Und den kannst du da mal in die Mitte, voilà. Da, Hefe. Also das ist jetzt tatsächlich das, was wir im Video gemacht haben. Das Video genau. heißt Hefe vermehren, findet ihr hier auf unserem Kanal. Haben wir eingefroren und jetzt haben wir es vor einer halben Stunde ungefähr rausgeholt und in diesem Schüsselchen. Genau, das war ja nicht alles, was dabei rausgekommen ist. Wir hatten ja viel mehr, wir hatten ja so eine lange Wurst, ne? Genau. Und die haben wir dann in Scheiben geteilt, als es das erste Mal, wie sagt man denn, eingefroren war. Und jetzt können wir uns immer so ein Ding nehmen. So, also am Stück hier rein, ne? Genau. Olli, hopp. Schön rein damit. Rein mit dem Kern. Jetzt müssen wir kurz auf die... Oh, die Milch ist fertig. Die Milch ist fertig. Ey, was mache ich denn? Das sieht ein bisschen aus wie Popel hier. Ey, was mache ich damit? Du sollst nicht dein Essen mit Popeln vergleichen. Ja, okay, na gut. So. Doch, will jemand einen Kaffee? Nein. Nein? Ich schütte jetzt die lauwarme Milch dazu. Mach das mal. Ich gehe mal ganz kurz dahinter. Du willst nur, dass ich dir hier deinen Teig mache, habe ich dir gesagt. Nee, ich will mal gucken, ob der Chat hängt. Nee, der hängt nicht, der schreibt keiner. Verstehe. Wir haben verstanden. Ja, ihr wollt nicht mit uns kommunizieren. Ist denn überhaupt jemand da? Ich habe ja gar keine Ahnung. Oder machen wir das hier für uns selber? Wahrscheinlich schon, ne? Was ist das hier? So, ich... Ah ja. Ich diller hier mal kurz mit meinem Finger in dieser Mehl... Hefe, Milchpampe herum. Okay. Und jetzt wird es richtig verrückt. Es wird so spannend. Ja, da wollte ich gerade hier okay. meinen Finger einmal dran abwaschen. Ja. Jetzt wird es richtig, richtig crazy. Was machen wir damit? Zucker kommt da jetzt rein, weil okay. wir wollen ja keinen Salzteig machen. 75 Gramm kannst du da mal drauf schütten. Soll ich das mal lieber mit einem Löffel machen? Ja. Ich bin ja eher so der Grobmotoriker. Alle, hopp. Wie viel? 75? Ja. Kommt da überhaupt irgendwas? Ja, nein. Ja. Sie braucht immer so mindestens 10 Gramm, dann fängt sie erst an zu biegen. Was ist das für eine Scheißwaage? Das war total doof, weil ich letztens 13 Gramm abwiegen wollte. Was ist das für eine Scheißwaage, die wir hier haben? Ist ja nicht so, als ob wir nicht noch eine hätten, ne? Na, von der guten hast du den Unterpinöbel verloren. Den Gumminöbel? Ja, und jetzt riecht die nicht mehr richtig. Oh, wie viel? 75? Ja, 75. Mach eine ganz kleine Prise, weil du so wahnsinnig viel Salz... Ja, genau, das ist gut. Läuft. Hast du gesehen, wie fachmännisch ich hier 75 Gramm abgewogen habe? Ist eigentlich meine Mama im Stream? Ah, die kann nicht schreiben, ne? Die hat kein angemeldetes Dingskonto. Was mache ich damit? Komplett also, oder Eigelb? Nee, das Ganze, aber ohne Schale, bitte. Flop. Sehr gut. Ohne Schale. Und jetzt kriegst du von mir hier... Und ich sag mal so, wenn es mit Schale wäre, dann merkt man wenigstens, dass es handgemacht ist. Und da gibt es ein bisschen den Crunch-Effekt. Da müsst ihr das einfach nur sauber unterrühren, dann passt das schon. Jetzt kriegst du von mir diesen wunderschönen signalroten Löffel. Ist das wichtig, dass der signalrot ist, oder? Nein. Was? Okay. Aber was ganz praktisch ist, ist, wenn der aus Silikon ist, weil dann bleibt das alles nicht so ganz widerlich. Und jetzt gib ihm, oder was? Ja, gib ihm. Dann machen wir das hier weg. Erzähl mir, solange ich arbeite. Genau. Was haben wir drinne, Mirja? Wir haben drinne Mehl, ein Ei, genau. ein bisschen Salz. Genau. Was noch? Der ist auch noch nicht ganz fertig. Wir haben Mehl drin, ein bisschen Salz, ja. Zucker, ein Ei ja. und unsere selbstvermehrte Hefe. Hat sie dich angespuckt? Sie hat mich angehaucht. Sehr schön.
So, wie spät ist das? 15.27 Uhr. Unsere selbstvermehrte Hefe ist da noch mit drin. Und was fehlt natürlich für einen richtig schönen Butterzopf zu Ostern? Butter und ein Zopf. Die haben wir hier gelagert, damit die Katze... Wo ist die Katze überhaupt schon wieder? Sie nicht holen kommt. Die kommt wieder aus irgendeiner Ecke hochgesprungen und sagt... Katze, da bin ich wieder! So, oh Gott, ey. Ist immer schön. Macht das denn Sinn, dass ich das hier mit einem Löffel mache? Soll ich das hier mit der Hand machen? Zumindest am Anfang, dass du nicht in der warmen Milch mit deinen Fingern holst. Aber jetzt könnte ich das doch mit den Händen machen, oder? Ja, und vor allem... Das macht ja keinen Sinn hier mit dem Knüppel. Halt mal kurz den Schnabel. Jetzt wiege ich dir hier nämlich nochmal 75 Gramm Butter ab. Butter bei die Mutter. Und die kannst du gleich nach und nach unterkneten. Ey, wieso? Ey, könnt ihr mal mit uns reden, bitte? Ich komme ja total vereinsamt vor hier. Bitte schickt uns Nachrichten im Chat, sonst redet Jens so viel. Sonst rede ich gleich gar nichts mehr. So, 75 Stunden. Die Leute denken, ich rede nur in den Videos so viel. Ich rede tatsächlich immer so viel. Oh ja. So, ich darf da jetzt rein. Genau. So, ich lagere meinen Ehering hier. So, jetzt pass auf. Jetzt geht's los. Du kannst den auch. Wir haben hier ja so ein praktisches Arbeitsbrett. Was auch immer das da, du hast da mit Ei rumgeschnoddert, mein Freund. Wir brauchen das kennst du doch von mir, hast du das sag mal. Versteckt? Das macht wenig Sinn, in der Schüssel zu kneten. Deswegen. Soll ich mal auch hier auf den Dingsbums oder was? Ja, bitte. Also. Und das Geheimnis eines guten Hefezopfes ist es, ihn einfach unendlich lang zu kneten. Wenn man das Gefühl hat, dass der Arm abfällt, noch 3 Minuten. Ist echt so. Die kannst du jetzt nach und nach dir damit reinkneten. Bitte. So ein Stück oder was? Ja, schön und einschlagen dann? Und dann kneti. Warum tut denn sich das Ding hier bewegen? Das musst du den Küchenbauer fragen. Hey, Mr. Nagel, wie sieht's denn aus hier? Das bewegt sich alles da vorne. Das war nicht so geplant. Wir wollten das schon ein bisschen anders, dass das nicht so viel am Rumlaufen ist. Vorhin war übrigens auch MC Brutal am Start. Weißt du, was das Allerschlimmste für mich ist? Hier im Chat, aber den haben wir, glaube ich, rausgedingelbumst, weil wir nochmal starten mussten. Weißt du, was das Allerschlimmste für mich ist? Ja. Hefeteig machen und nicht naschen dürfen. Als Schwangere. Oh ja. Oh. Aber ich nasche einfach auch nicht. Ich mache das... Das macht mich fertig. Ich mache das einfach... Versuch mal, die Butter in den Teig zu kneten und nicht aufs Brett. Okay. Konzentrier dich bitte, ja? Ja, ich sehe schon. Hier ist jetzt... Ich frage mich, läuft denn der Livestream überhaupt? Also ich sehe ihn auf meinem Bildschirm. Kann mal irgendeiner irgendwas schreiben, dass wir sehen, dass der Stream überhaupt noch funktioniert? Weil bei uns kommt nichts an hier. Zumindest von euch nicht. Okay, sag mal. Das wird ganz schön matschig hier. Ist das richtig mit der vielen Butter? Ja. Also, wenn du das Gefühl hast, es wird zu weich. Ja, kann ich dann ein bisschen Mehl nehmen? Dann ist das wie immer beim Backen. Dann kann man auch einfach mal noch so ein ganz bisschen was dazu geben. Zum Beispiel Mehl. Wo ist das Mehl? Ich brauche Mehl. Ah ja, alles gut, schön. Oh, das freut mich. Es sind doch noch welche da. Ich dachte gerade, das Ding hängt tatsächlich. Also nicht das Ding, sondern der Stream. So. Komm mal her hier. Guck mal, das ist ganz schön matschelig. Gib mir mal ein bisschen Mehl. Komm mal her. Oh, meine hier Nase. Ey, juckt wie Sau. Wie heißt das, wenn die Nase juckt, gibt's Geld? Schön wär's. Altes schwäbisches. Oder man hat Corona. Lisa, vielen Dank. Läuft. Yay. Na endlich, schreibt mal irgendjemand was, ey. Ich darf dich nicht so viel zusammenscheißen, das weiß ich jetzt schon. Warum? Die sitzen alle da und denken, oh mein Gott, ist das eine Furie. Schieb das mal den Chat ein Stückchen weiter rüber, dass wir auch sehen, was die Leute schreiben. Ah ja, so ist gut. Alles bestens, einen wunderschönen Samstagnachmittag wünsche ich. Petka, vielen Dank. Gleichfalls, zurück. Ihr seid fasziniert von uns. Orangina, du bist sehr nett. Ich mag dich jetzt schon. So, mir hängt schon wieder der Teig hier überall. Also, wir machen
für die, die gerade erst zuschalten, wir machen Hefezopf. Und zwar mit der Hefe aus dem letzten Video Hefe vermehren. Du tust mir hier voll das alles auf die Dinger drauf. Na, man muss ja auch sehen, dass du was getan hast nachher. mach Anzeigen bei Kein Stress Kochen. Herzlich willkommen. Servus. Ja. So, der Kochschwabe hat seinen Zopf schon fertig geformt und in einer Stunde geht er in den Ofen. Man muss zu unserer beider Verteidigung sagen, ja, dass wir gestern Abend auf Haus des Geldes hängen geblieben sind. Oh Scheiße, ja, wir haben die ganze Nacht geguckt, ey. Wir sind ja fast durch. Und heute beide schon festgestellt haben, dass der Ton hier etwas rau ist. Mangels Schlaf. Ja, wir haben heute Morgen schon Geburtstag gefeiert. Ja. Meine Mama hat heute Geburtstag. Mami, an dieser Stelle nochmal Happy Birthday. Und ja, Mirja hat einfach mal heute Morgen die Geburtstagsfeier verschlafen. Ja. Man muss sagen, wir hatten eine besondere Geburtstagsfeier. Wir wissen natürlich, dass sozialer Kontakt derzeit nicht so gerne gesehen ist. Also das heißt, es ist ja auch falsch. Es heißt ja nicht sozialer, wie sagt das? Persönlicher. Es ist ja persönlicher, es ist eher physical distancing. Ja, genau. Physischer Kontakt. Genau. Und wir haben das tatsächlich über Skype heute gemacht. Die ganze Familie war zugeschaltet. Außer ich. Außer Mirja, weil die hat nämlich gepennt. Aber Mirja hat eine sehr gute Entschuldigung, warum sie pennen kann. Ich schiebe immer einfach alles auf die Schwangerschaft. Wir sind ein nettes Paar, ja, das haben wir uns auch gedacht, deswegen haben wir geheiratet. Ne? Wie scheiße, mehr zusammen. Also. Auch die Empfehlung für die Leute, die gerade zugucken, hier. Oh, jetzt sind halt lauter Koch-YouTuber hier drinne. Ich sehe Markus von Meyers Kochtipps. Du konntest leider nicht früher. Ja, trotzdem herzlich willkommen, Markus. Wen haben wir denn noch hier? Kein Stress Kochen, auch ein sehr cooler Kochkanal. Der Kochschwabe ist auch am Start. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Voll cool. Wir dachten schon, wir backen hier heute alleine für die Kamera. Ja, wir haben echt gedacht, wir sind heute hier alleine. Aber ich freue mich sehr, dass so viele Leute zugucken. Und ich gebe das auch gerne mal zurück. Wenn mich jemand empfiehlt auf Kochkanälen, auf anderen, freue ich mich sehr drüber. Markus, nochmal an dieser Stelle vielen Dank. Ich gebe das gerne auch zurück. Alle, die zuschauen, schaut euch mal die Kanäle Kein Stress Kochen an. Schaut euch Meyers Kochtipps an. Schaut euch auch von Julian den Kanal an, von Let's Cook. Ich finde übrigens sehr schön, wie professionell du das knetest. Hallo, ich war in meinem letzten Leben Italiener. Pack's mal in die Mitte. Wie meinst du das so? Knete den nochmal auf, dass du so einen schönen Flatschen hast, genau. So, oder was? Machst du den restlichen Butter jetzt in die Mitte. Das ist eine Schmiere. Nuss nicht auskratzen, ich habe dir 2 Gramm mehr reingemacht, damit du nicht so... Und jetzt klappe ich die so zu, oder was? Genau. So. Und jetzt nochmal. Und das Gefühl, das finde ich ganz schön, Hefeteig ist dann immer ganz gut, wenn er die Konsistenz vom Ohrläppchen hat. Also lass mich dein Ohrläppchen kurz spüren. Nee, du kannst deins mit deinen Butterfingern. Ja, Markus, ich freue mich auch, dass der Livestream funktioniert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, also der erste Stream hat nicht funktioniert. Der ist irgendwie nicht übers Programm gelaufen, wie ich das wollte. Und jetzt haben wir es aber, glaube ich, irgendwie hinbekommen, dass das doch funktioniert. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob wir öfter solche Koch-Livestreams machen. Oh, was ist das? Ist da jetzt die Butter rausgekommen oder was hier? Ich gebe dir noch ein kleines bisschen Mehl, Gib mir mal Mehl noch ein bisschen. Dann reicht's auch. Ey, das ist eine ganz schöne... Mit was soll ich das vergleichen? Mit deinem Ohrläppchen, ohne Mist. Ja, aber das fühlt sich nicht an wie mein Ohrläppchen. Nee, jetzt ist es ein bisschen suppig noch. Das fühlt sich an wie eine alte Qualle am Meer. Ich habe ja gesagt, wenn du das Gefühl hast, die Arme fallen ab nach 3 Minuten. Lass mich mal hier kneten, du. So. Oh, die Moni. Meine Mama ist doch am Start. Moni, hast du dir einen Account gebaut oder warum kannst du jetzt schreiben? Meine Mama hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und sie ist im Stream. Voll cool. So. Was haben wir denn hier? Joelle. Vielen Dank. Du bist aber auch hier ein Mehlschlucker. Joelle, wie geht's dir? Alles gut? Sag liebe Grüße an deinen Papa. So, jetzt guck dir das mal an, ey. Soll ich Italienisch jetzt ein bisschen reden, wenn ich hier schon die ganze Zeit so... Ich befürchte, das ist nicht besonders italienisch, so ein Hefezopf. Ach so. Du machst ja keine Pizza. Aber ich komme mir ein bisschen vor wie so ein... Hier. Wie so ein Teigkneter. Okay,
Habt ihr ein Thema, über das wir reden wollen? Die KitchenAid weint im Hintergrund, ja, aber ganz ehrlich, ja. Wir hatten überlegt, ob wir sie benutzen, aber dann ist der Livestream halt in 10 Minuten vorbei. Genau, wir wollen ja hier mal von, es hat ja auch nicht jeder eine KitchenAid daheim. Das muss man ja auch mal sagen, das Ding kostet ja auch ein paar Euro. Von daher, ja, wer eine KitchenAid hat oder eine andere Küchenmaschine von anderen Marken und Firmen, jetzt muss ich noch Werbung oben einblenden oder was, der kann die natürlich gerne benutzen, aber es geht der auch von echt, Hand. Der sieht echt, oh, und der hat eine schöne Konsistenz. So wie ich. Fühl dein Ohrläppchen. Und jetzt fühl den Teig. Ja, geil. Sehr ähnlich, ne? So, kann ich mir die Hände waschen oder brauchst du meine dreckigen Hände noch? Du kannst dir die Hände waschen. Ja. Wir schmeißen jetzt den guten Klops hier rein. Klimp. Das hat gescheppert. Aber volles Programm. Joelle, wie sieht das aus? Hast du keine... Machst du Homeschooling? Wie läuft das bei dir? Machst du mit Mama und so? Ganz kurz. Ha! So. Dieser Teig da ja. Hinten, der, mit Hefeteig ist es ja immer so, der muss viel gehen. Also man knetet ihn ein bisschen und dann braucht man eigentlich nur noch viel Zeit. Dadurch, dass wir jetzt unsere selbstvermehrte Hefe benutzt ja. Haben, kann man sich auf die Zeitangabe im Rezept nicht so zu 100% verlassen. Genau. Das heißt, normalerweise müsste der jetzt eine Stunde gehen, nach einer Stunde gucken wir rein. Und wenn wir das Gefühl haben, er ist noch nicht weit genug aufgegangen, dann lassen wir ihm einfach nur ein kleines bisschen Zeit. Genau. Aber ich habe den heute schon mal gemacht, den Teig. Du möchtest also die Frage von kann Stress kochen beantworten. Ja, was macht ihr während der Gehzeit? Ich habe heute schon mal einen Hefeteig eingesetzt. Wir denken nämlich mit, Freunde. Und der ist ziemlich genau eine Stunde gegangen und ja. War dann ganz schön aufgegangen. Dann habe ich ihn in 3 Teile geteilt. Hab die nochmal 15 Minuten stehen lassen ja. Und aus den 3 Teilen habe ich dann 3 Würste gemacht. Guck da rein, guck nicht mich an. Ich weiß, wie das geht. Na, du weißt es überhaupt nicht. Du machst es nachher alleine fertig. Aus diesen 3 Teilen habe ich dann 3 Würste geformt und ich präsentiere die Würste. Sehr gut. Hier sind die 3 Teigwürste. Die Teigwürste. So, ich guck mal parallel noch in den Chat. Danke, meine Kinder, ja. Joelle hat jetzt Ferien. Echt? Was für Ferien sind denn jetzt schon wieder? Sind schon wieder Osterferien oder was? Oder Corona-Ferien? Nee, jetzt sind richtige Osterferien, soweit ich weiß. Ja. Schreibt mal in den Chat, wer von euch geht denn noch arbeiten? Oder sitzt ihr auch zu Hause im Homeoffice? So, erzähl weiter. Was mache ich jetzt? Oder was ich habe hier 3 super schöne Teigwürste. Ja, ich für dich gezogen. Ich habe die auch nicht gerollt, weil dann rollt man die ganze Luft wieder so blöde raus. Das habe ich früher immer so gemacht. Das heißt, du hast sie nicht gerollt, sondern... Sondern ich habe meine 3 Teile, meine 3 Klößchen genommen ja. Und habe die einfach ein bisschen in die Länge gezogen. Okay. Das ist absolut experimentell. Ja. Schauen wir mal, was damit passiert. Und ich frage mich... Wie gut kannst du denn flechten, sag mal? Ich bin Flechtmeister. Nicht. Aber du kannst flechten, oder? Das Prinzip ist dir bekannt. Ich habe flechten. Woher soll mir das Prinzip von Flechten bekannt sein? Meinst du, ich saß irgendwie mal so als 16-Jähriger hinter meiner damaligen Freundin und habe ihr das Haupt da geflochten? Warum nicht? Nein. Vielleicht hattest du auch mal Rasterzöpfe. Ich hatte keine Ahnung. Ich meine, ich habe gesehen, du hast mehr als ein Ohrloch in dem einen Ohr. Vielleicht hattest du mal Rasters. Nein. ich habe keine Ahnung von Flechten. So, lass ganz kurz halt Gruß von Bruder. Ja, Gruß zurück. Typischer Satz in einer Kochsendung. Ich habe da mal was vorbereitet. Markus, wir müssten theoretisch jetzt eigentlich hier noch ein Weinglas haben. Und einmal... kurz nippen. Ja, das wäre total cool. Und wenn ich das mache, haben wir gleich einen Shitstorm an der Backe. Ja. Selbst wenn es nur Traubensaft ist. So, flechten. Was muss ich machen? Das Prinzip ist ja, du hast doch letztes Jahr mit mir so kleine Osterkränze gemacht, oder nicht? Du meinst für die Funkgeschichte, die wir da gemacht haben? Ja, und zwar oben einmal zusammen. Das macht man auf dem Blech? Das macht man auf dem Blech. Sieht aus wie ein paar große Teigpimmel, ehrlich gesagt. Ey. Den? Ja. Und jetzt kommt der in die Mitte und dann kommt der in die Mitte. You can do it. Okay. Ich glaube an dich. Könnt ihr das sehen oder soll ich hier... Ein bisschen, glaube ich. Warte, ich gehe mal kurz
Ich mach mal so, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen, wie ich das mache. Und am liebsten wäre es mir, wenn du den Teig dabei nicht zu sehr quälst. Wenn ich ihn quäle, okay. Also wenn du jetzt nicht die ganze schöne Luft, die wir da reingearbeitet haben, wenn du die nicht wieder rausdrücken würdest. Bring mir mal bitte mein Handy mit. So. Was soll ich machen? Ich habe keine... Vorsichtig. Ich habe es nicht gemacht. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Im letzten Twitch-Stream, ja, hat mich jemand angerufen. Und ich mache das jetzt einfach andersrum. Ich rufe denjenigen jetzt nämlich mal an. So. Hallihallo, Hallöchen. Markus, du bist zwar im Stream. Das ist, meine lieben Zuschauer, das ist Markus von Meyers Kochtipps. Ja? Markus, sag hallo. Sag hallo. Hallo Stream, yay. Ja, schön. Markus, wie ist es bisher? Wie stelle ich mich an? Ich habe das letzte Mal Spätzle gemacht. Die waren ja nicht so. Oh, die waren lecker. Ja, die waren lecker. Ich wollte gerade sagen, die Spätzle sind auch super gelungen. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Und, ja. Und wie findest du es bis jetzt so? Sieht ganz gut aus, ne? Ja, ich bin ja erst später zugeschaltet, also ich konnte nicht früher. Ja. Aber was ich bis jetzt so sehen kann, gefällt mir sehr gut. Da kommt kriegt man direkt Lust auf so einen schönen Zopf. Ha. So, ich gehe jetzt Pipi machen. Du gehst Pipi machen? Und wenn ich wiederkomme, ja, dann habt ihr zwei aus diesen drei Strängen einen Zopf gemacht. Okay, okay, das machen wir. Hört denn... Super, danke. Ich hab echt... Das wird immer, das könnten wir als Standard einrichten. Und Markus, du wirst lachen. Ich habe mittlerweile hier auf diesem Programm auch eingerichtet, dass wir theoretisch zusammen skypen könnten. Das heißt, man könnte dich auch hier im Stream sehen. Aber das machen wir irgendwann anders. Das machen wir nicht heute im ersten Stream. Ich bin schon froh, dass der Stream einigermaßen stabil steht und alles funktioniert. Kann denn der Stream, also die anderen Leute im Stream, im Chat, schreibt mir mal, ob ihr den Markus hört und ob ihr den auch versteht. Ja, weil das wäre natürlich interessant, wenn wir hier jemanden am Telefon haben, ob das überhaupt akustisch rüberkommt. Und ich soll jetzt hier was machen? Ich soll jetzt hier so ein Ding... Ich blick das gar nicht. Was hat sie gesagt, Markus? Den wir sollen den Zopf flechten. Also, du nimmst jetzt mit deiner linken Hand den linken Zopf und legst den in die Mitte. Okay. Ja, habe ich. Und dann den rechten mit der rechten Hand wiederum in die Mitte. Okay. Und das Ganze dann so ein bisschen zusammenziehen, dass das Ganze so einen schönen Zopf gibt. Okay, das wird was, glaube ich. Sieht scheiße aus, aber es wird was. So, jetzt nehme ich wieder den linken, richtig? Genau, und dann so abwechselnd und immer wieder in die Mitte legen, genau. Ey, hallo, Freunde der Sonne, als ob ich das nie anders gemacht hätte. Warte, ich brauche einen Applaus. Ich krieg das immer ein bisschen Zeit verzögert mit, was ich dir erzähle, aber es sieht gut aus. Genau, immer das Äußere wieder in die Mitte, sehr schön. So, jetzt pass mal auf, ich schalte mal ganz kurz auf die andere Kamera um, dass ihr das auch mal im Nahen seht. So, ich schalte das mal hier ran. Oh, sehr gut. Nicht, dass der mir jetzt abfliegt hier. So, Leute, was sagt er? Hättest du noch nie was anderes gemacht? Ne, ich bin ein mega Zopfflechter, Freunde. So. Super. Aber ich kann den jetzt nicht weiter hochrutschen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen... Der liegt ziemlich am Rand, aber ist egal. Ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich ihn jetzt kaputt mache. Nö, das müsste eigentlich schon einigermaßen stabil sein. So, meine Frau kommt wieder. Mirja, komm mal her. Markus, ich danke dir fürs Flechten. Ich hoffe, du schaust weiter zu, mein Lieber. Das war Markus von Meyers Kochtipps. YouTube-Kanal angucken, abonnieren. Danke. Alles klar, ich danke dir. Ciao. Das habt ihr gar nicht schlecht gemacht. Jetzt habe ich ihn abgewürgt. Das machst du mit mir auch immer. Es tut mir leid. Markus, sorry. War ein bisschen zu schnell drauf gedrückt. Das habt ihr gar nicht so schlecht gemacht. Ja, ich habe das gemacht. Der Markus hat ja nur so ein paar wenige Informationen rausgelassen. Das sieht gut aus, finde ich. Das machen wir hier jetzt noch ein bisschen hübsch. Gehen wir hier wieder zurück auf den Stream. Sehr schön gemacht. Tja, Mensch, dafür, dass ich das das erste Mal mache, würde ich mal sagen, war das gar nicht so schlecht. So, ich habe jetzt noch die Enten einmal hübsch gemacht. Ja. Ich bin also... Ich habe Durst. Muss ich den Ofen vorheizen?
Oder wie? Ja. Auf was denn? Ober-Unterhitze? Ja. Noch? Mach mal 175, da muss ich aber sicherheitshalber noch mal nachgucken. Aber 175. Wir können doch die Leute im Chat fragen. Auf was backt ihr denn, auf wie viel Grad backt ihr denn den Hefezopf? Wir müssen doch nicht alles wissen. 175 Grad sind meistens eine gute Idee. Ja. Ich starte mal hier mit 175. Was du noch machen kannst, ja. Hast du deine Milch noch? Ja, hast du hier? Wo denn? Ah, danke. Und ich gebe dir mal ein kleines Schüsselchen. Nee, und ein Ei, dass ich das einpinsele? Nee, das machen wir mit Milch. Nur mit Milch? Da brauchst du auch nur ein Schlückchen. Und wir haben doch bestimmt irgendwo Hagelzucker. Bestimmt. Das ist doch sowas, was meine Oma uns immer schickt. Ach, wir haben bestimmt irgendwo auch Hagelzucker. Hagelzucker! 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 So, jetzt, was muss ich machen? Ein bisschen Milch, dann brauchst du einen Pinsel. Ein Pinsel, sagt sie. Gut. Wo ist... Hier, guck mal, so einer... So ein Silikonnüppelding oder was? Kannst du nehmen, ja. Ja, cool. Und jetzt würde ich an deiner Stelle den Zopf lieber gerade stellen. Weil sonst läuft dir die Milch da nicht. Dann sehen die Leute aber nichts mehr. Doch, man sieht es trotzdem. Ich habe das. Und jetzt pinsel ich das Ding einfach ein. Ja. Das kann ich aber so in die Hand nehmen, oder? Ja, darfst du alles. Und also richtig schön fett oder nur so ein bisschen? Ja, schon, darfst schon Milch drauf pinseln. Nicht, dass es schwimmt. Ja. Gut. Joel, schaust du zu, wie der Hefezopf geht, ne? Da kannst du nächste Woche. Kannst du hier zu Ostern, du hast ja Ferien, du hast genug Zeit, kannst du mal Hefezopf machen. Und ich meine ganz ehrlich, das ging ja jetzt wirklich ratzfatz, ne? Okay, ich hatte auch echt Hilfe hier von Mirja und von Markus. Wer ist noch alles da? Sind noch ein paar da? Ihr könnt ruhig mit mir kommunizieren. Ich glaube, die Leute wollen gar nicht mit mir schreiben, habe ich ein bisschen das Gefühl. Vielleicht lassen wir das auch mit den Streams in Zukunft. Und machen das nur noch auf Twitch? Auf Twitch geht's ab, sage ich euch. Da reden so viele mit uns. Genau drei. Einer davon ist Markus. Einer davon ist Markus. Aber Simon war auch das letzte Mal da. Ey, ich hab den jetzt hier voll eingemilcht. Wo ist denn Simon überhaupt? Simon von Chefstaff. Nicht da, ne? Schreibt wieder keiner. Ey Leute, was ist mit euch los? So. Ich korrigiere meine Aussage, wir machen 200 Grad. Warum? Hat das jemand geschrieben? Nee, weil ich das weiß. Ach so. Hat wieder keiner geschrieben, bei wie viel Grad wir das machen? Habt ihr wieder keine Ahnung? Der Kochschwabe ist wahrscheinlich auch schon abgehauen, weil der hätte das doch eigentlich wissen müssen. Wenn du mal überlegst, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel jetzt gerade, wie viel Teig du hier in deiner Wurst liegen hast und wie wenig du eigentlich gerade geknetet hast. Das zeigt eigentlich ganz schön, wie toll... die selbstvermehrte Hefe aufgegangen ist. Brauche ich noch mehr Milch? Nee, das reicht auf jeden Fall. Ja, gut. So, hier geht's weiter, Freunde. Wenn der Ofen... Wie nennt ihr euch auf Twitch? Honey und Nanny. Nee. Also auch einfach Kochhelden. Genau. Also twitch.com/Kochhelden. Da findet ihr den Kochhelden-Kanal. Da machen wir ein bisschen öfter Livestream, also wir haben es zumindest vor. Wir haben auch tatsächlich vor, hier jede Woche oder ich sag mal regelmäßig zumindest auf YouTube Livestreams zu machen. Aber das liegt ein bisschen an euch, wie viele Leute zugucken, ob ihr das cool findet, ob ihr das nicht so cool findet. Wenn ihr sagt, das ist totale Kacke, was die zwei da machen, dann lassen wir das einfach. Ihr müsst den Müll ja nicht angucken. Wir wollen euch nur ein bisschen unterhalten. Viele sitzen ja gerade daheim und wir wollen euch ein bisschen die Zeit vertreiben. Das ist eigentlich alles, was wir hier tun wollen. Genau. Die Brigitta schreibt dir, sie ist begeistert davon, wie du das machst. Ich glaube, sie meint eher dich. Nein, ich glaube, sie meint dich. Brigitta. Das ist dein Werk. Das hier ist dein Werk. Vielen Dank, Brigitta. Falls du mich meinst, vielen Dank. Jetzt ziehen wir noch ein bisschen in die Mitte. So. Gut. Alles ein bisschen zurechtgeschummelt. Okay, der Kochschwabe macht das bei 190 Grad. Aber auch Ober-Unterhitze, oder? Kann man die Hefe wieder vermehren, wenn man sie einmal vermehrt hat? Da sind wir jetzt mehrfach gefragt worden. Ja. Wir haben es noch nicht getestet. Rein logisch, ja. Aber bevor man
Hefe immer weiter, also bevor man so eine Backhefe immer weiter vermehrt und vermehrt und vermehrt und vermehrt, kann man tatsächlich viel schöner sich hier so eine Gerlinde anschauen. Halt's mal hier rein, ich gehe mal hier auf die Kamera. Ein Hefewasser. Dass wir hier mal das kurz zeigen, da kannst du es mal reinhalten. Ja, so sieht das aus. Hier unten hat sich so ein bisschen Hefe abgesetzt, oben schwimmen noch so ein bisschen Fruchtreste drin. Das ist Hefewasser, das ist jetzt 10 Tage alt und das kann ich jetzt quasi unendlich oft als Hefeersatz benutzen. Wie das funktioniert, das Video, ich denke, es kommt morgen. Es kommt morgen, ja. Und ich habe einen wirklich sehr, fast schon wissenschaftlich und ein bisschen zu ausführlichen Beitrag darüber verfasst, weil mir ständig Leute schreiben, sie haben Hefewasser gemacht und es stinkt und ist eklig. Das kann man verhindern, wenn man es richtig macht. Dafür muss man nur ein paar Sachen beachten. Die habe ich alle aufgeschrieben und ja, das kommt morgen, denke ich. Das Video kommt morgen, genau. Und es kommt natürlich auch auf deinem Blog. Und zwar ist das küchenkarotin.de. K-U-E-chen. Karotin. So, warten. Willst du mit mir tanzen oder was? So, Hagelzucker drauf oder was? Genau, du kannst ihn ein bisschen Hagelzucker bestreuen. Mach ich das aus der Packung oder eher in die Hand? Eher in die Hand, wa? Eher in die Hand. So, und das macht man jetzt natürlich so, wie man das will. Wer es ein bisschen süßer haben will, macht das. Ich dachte, den hat uns meine Oma geschickt, aber da es eine süddeutsche Packung ist. Oh, wir müssen immer die ganzen Packungen zuhalten, ne? So, der Herd ist auch schon fertig, der ist vorgeheizt. Ich glaube, das ist so klein, das sieht keiner. Voila. Hab ich voll vorbeigeschwenkt hier. So. Schreibt uns doch mal in den Chat rein, ob wir solche Kochstreams öfters mal machen sollen. Hat schon jemand geantwortet? Hat schon. Oh, Entschuldigung. Genau, habe ich vorhin gesehen, ja? Dass wir das gerne öfter machen können. Kochschwabe. Ich will nicht behaupten, es würde zusammenfallen, geht aber im Ofen dann nicht so schön auf. Deshalb backt man ein Brot auch mit Dampf und pinselt den Zopf mit Ei ein. Naja, wir haben das jetzt mit Milch eingepinselt. Wart's mal ab. Ja, mit Ei kann das ja jeder, ne? So. So. Also mit Ei funktioniert auch, ne? Also wir haben klar. Übrigens einen Ofen mit Dampfzugabe. Genau. Gut. Ah, Brigitte, vielen Dank. Ich sehe es gerade, du hast mich gemeint. Vielen, vielen Dank. Das ist voll nett. Orangina hat Hefewasser am Freitag angesetzt, aber da tut sich nichts. Muss ich noch warten, fragt sie. Am Freitag hast du das angesetzt? Das ist ja... Das sollte eigentlich schon. Nee, gestern oder letzte Woche? Letzte Woche. Wenn du letzte Woche was angesetzt hast und sich so gar nichts tut, dann ist blöd. Dann ist doof. Aber wenn das diesen Freitag war... Das reicht. Ja, ich mach das. Ich hab... Hier, mach... War der da rein? Nein. Wie lange? Endes auf das untere, bitte. Also auf das... Nicht ganz in der Mitte, sondern ein tiefer hätte ich das gerne, genau. Da? Ja. Ah ja. Gut. Wie lang? 25 Minuten hätte ich das gerne erstmal. Okay. Okay, das läuft jetzt. 25 Minuten. Genau, wenn Darf das geht. Naschen. Also war das beantwortet, Orangina, mit einem Hefewasser? Also wenn er diese Woche erst angesetzt war, dann ist das okay, wenn noch nicht. Dann ist das viel. Ganz normal. Genau, dann ist es okay. Wenn es der Freitag letzte Woche war, dann ist es ein bisschen doof. Dann kannst du das Ding wegkippen und dann guckst du dir morgen unser Hefewasser-Video an und dann... Und dann klappt das auch. Ja, das ist ja... Genau. Vielleicht auch in China, mit was hast du das Hefewasser gemacht? Hast du das mit Trockenfrüchten gemacht oder hast du das... Ich habe gehört, ganz viele machen das mit frischen Äpfeln. Das habe ich gestern, persönlich... Okay. Nee, wenn du das gestern angesetzt hast, ist das ganz normal, dass noch nichts passiert. Das dauert mindestens... Ja. 4 Tage, bis du das Gefühl hast, okay, jetzt geht das los. Da tut sich erstmal dann was, ne? Wir haben unseres regulär für 8 Tage geplant gehabt. Mhm. Und weil wir es einfach nicht geschafft haben, es zu verbacken, haben wir jetzt nochmal 2 Tage rangehängt. Das tut dem Hefewasser ja aber nichts. Genau. Von daher. Das tut ihm ja nicht. Ganz im Gegenteil, je älter das Hefewasser wird, also je älter, das hört sich ein bisschen, das ist auch nicht hundertprozentig richtig, aber je länger man quasi sein Hefewasser pflegt, das ist eigentlich der springende Punkt, ja, desto mehr Triebkraft entwickelt das. Das ist ganz schön. Also ein ganz frisches Hefewasser ist manchmal noch ein bisschen schwach auf der Brust. Genau, und nochmal auf die Frage einzugehen von vorhin, das kannst du dann natürlich wieder vermehren. Ja? Genau. Das und zwar endlos lang. Endlos und endlos lang, das funktioniert über Jahre. Das ist dann ähnlich wie
Wenn du einen Sauerteig pflegst, ne? Haben wir hier einen stehen gerade? Nee. Das Sauerteig ist irgendwo anders. Ich habe heute ein äußerst hässliches Brot gebacken. Aber es ist ohne Hefe komplett. Ja. Und es ist ein Sauerteig. Hörst du das knacken? Oh, geil. Es ist knusprig. Tipptopp. So. Ah ja, der Kochschwabe sagt gerade, sein Hefewasser ist ein Jahr alt. Also das wird auch noch, der kriegt ja immer mehr Triebkraft. Genau. Orangina hat das mit Datteln und Honig gemacht. Genau, ja. Wir haben das auch so gemacht. Wir haben es mit Datteln und Rohrzucker gemacht, genau. Ja, genau, kommt morgen auf den Kanal. Gut. Mirja. Ja, was haben wir noch? Ich will mal ganz unser Hefezopf ist ja jetzt im Ofen. Genau. Habt ihr noch Fragen an uns? Zum Thema Hefezopf, zum Thema Hefe. Zu uns zwei. Zu uns? Nein, nicht zu uns, nein. ansonsten glaube ich, wären wir durch. Also ja, wir nicht, aber eigentlich wäre es voll schön, wenn man noch den euren Zopf. Ja, aber der macht doch jetzt 22 Minuten. Ja. Wie, da muss ich jetzt, warten, soll ich hier Kakerling tanzen oder was, dass die Leute dranbleiben? Ich habe übrigens überall an deinem Rücken Mehl verteilt. Ja, das ist schön. Dass ich dich immer in deinen Arm nehme. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das relativ schwierig wird, jetzt hier 25 Minuten Backzeit zu füllen. Ich weiß nicht. Wie seht ihr das denn im Chat? Ich glaube, das ist ja auch echt öde dann für euch, ne? Von daher würde ich fast sagen, wir posten nachher nochmal im Community-Tab ein Foto von dem. Ja. Von dem Hefezopf, wie er dann tatsächlich rausgekommen ist, dass ihr das Ergebnis auch seht. Eventuell sieht man vielleicht auch auf Instagram, auf unseren Instagram-Kanälen was. Mirjas Instagram-Kanal ist Küchenchaotin, meiner ist natürlich Kochhelden, klar. Mit UE bei mir immer. Bei dir immer mit UE und bei mir mit K.O. Oh, Brigitte hat noch eine Frage. Sie will wissen, wann der Bauchzwerg kommt. Der hat noch Gehzeit gerade. Der muss noch der gehen. Der geht noch, ja. Der geht noch ein bisschen. Der kommt erst Ende August. Also. Ende August, ja. Den genauen Tag werden wir sowieso nicht ein oder hält er sowieso nicht ein. Nein, wir haben ihm leider keinen Kalender mit reingegeben. Genau. Und ja, mal kommen sie drei Tage zu früh, mal zwei Wochen zu spät. Mal zwei Wochen zu spät. Also irgendwo, es wird ein Aber Sommer. Ende August ist das Baby da. So. So viel kann man mit genau, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen. Jetzt könnt ihr rückrechnen, wann wir Geschlechtsverkehr hatten. Gut, haben wir das geklärt. Eine kleine Story. Markus von Meyers Kochtipps, ich könnte die Küche sauber machen. Ja, da sind die 20 Minuten rum, mit Sicherheit. Was haben wir noch? Wie viele Stücke habt ihr die Hefewurst geteilt? Das ist tatsächlich... Wir haben die Hefewurst wie lange gehen lassen? 6 Stunden. Mhm. Und dann haben wir sie in 2, 4, 5 Teile geteilt. Fünf Teile. Genau. Im Video habe ich glaube gesagt, es müssten 7 bis 8 werden. Das war gelogen. Also je nachdem, wie dick ihr die halt dann rollt. Ne? Wenn ihr die ein bisschen länglicher rollt, werden es halt anders mehr Teile. Also wir haben 5 oder 6 Teile haben wir draus gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Und das wenn man sie ein bisschen länger hätte gehen lassen... Wenn wir noch 2 Stunden gewartet hätten, hätte man wahrscheinlich problemlos 8 draus machen können. Ja, genau. Also je länger man wartet, umso mehr Hefe, höher, mehr Hefe hast du dann halt, ne? Genau. Gut. Das war die Frage von der Ilse. Genau. Haben wir die auch beantwortet. Mach doch nachher eine kleine Story, das reicht. Ja, das stimmt eigentlich. Genau. Du kannst ja auch auf YouTube eine Story machen, oder? Nein, das kann ich nicht. Ich habe keine... Also, du kannst auf YouTube erst Stories machen, wenn du 10.000 Abonnenten hast. Ich habe keine 10.000 Abonnenten. Wir sind ein ganz kleiner YouTube-Kanal, ganz mini klein. Wir freuen uns natürlich über jeden, der uns abonniert. Also wenn ihr dieses Video jetzt gesehen habt und ihr seid noch kein Abonnent, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr uns abonniert. Vielleicht kommen wir irgendwann mal über die 10.000 und dann können wir auch YouTube-Stories machen. Ansonsten machen wir, aber wir können das tatsächlich vielleicht auf Instagram-Stories machen, dass wir da das kurz nachher mal zeigen. Ich bin so ein alter Ofengucker. Du bist ein Ofengucker? Ja, ich muss immer... Das soll ich euch mal in den Ofen gucken lassen? Früher hallo Arnold. Das ist unsere Katze. Ganz selbstverständlich. Lö, lö, lö. Ja.
und er hat auch schon wieder den Buddha-Napf gefunden. Ist das schon fertig hier? Ach. Da kann ich nicht reinkommen. So. Hier, da ist der Buddha-Wanst. Ja. Da ist er. Genau. Genau, wir müssen tatsächlich immer sehr, sehr oft in der Küche putzen, weil die Katze hier natürlich durchläuft, ja. Weil es eine offene Küche ist, das ist unsere Privatküche auch gleichzeitig. Und jedes Mal, wenn die Katze hier durchläuft und wir kochen irgendwas oder schneiden irgendein Brot, müssen wir es natürlich immer gleich alles abwischen und so. Ich meine, schon allein wegen dem Bauchzwerg müssen wir das tun. Gut, was haben wir denn noch im Chat? Was kommt denn da noch? Was macht ihr im Livestream noch? Du meinst jetzt heute oder du meinst allgemein? Heute machen wir jetzt eigentlich nur noch Blödsinn. Genau, wir warten jetzt noch auf den Hefezopf. Also wollt ihr mal reingucken? Ich kann euch mal in den Ofen, ja, mach doch mal. In den Ofen gucken lassen. Chefstaff, servus. Du bist ganz schön spät unterwegs. Ich habe schon mit dem Markus wieder mal live am Telefon geflochten. den Zopf geflochten. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz den Ofen. Komm, ich habe ja die Möglichkeit hier. Arnold, raus aus der Küche. Hallo. So, also. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Das ist nämlich zeitverzögert hier alles. Ja, seht ihr das? Ja, ne? Müsste funktionieren. Schön Hagelzucker drauf. Simon, was sagst du? Simon von Chefstaff, wie findest du meinen Hefezopf? Der geht gut, oder? Du kannst auch. Warte, hier, muss man gleich mal gucken, was denn? Warte, warte. Oder du hin? Kannst auch hier einmal rein, du schon. Zu deinem. Ja, aber warte mal, ist denn noch mein Kabel? Ja, na klar, ja. Das ist ja. Das muss ja nicht ja über den Boden gehen. So, hier. Da, das ist jetzt hier also der. Hefeteig, den wir angesetzt haben vorhin, und im Ofen ist gerade der andere Hefeteig, den wir vorhin schon angesetzt hatten, damit wir euch dieses Flechten auch zeigen können. Der geht jetzt, das heißt, bei uns gibt es dann ab morgen zwei, wie sagt man, zwei Hefeteigse. Ich finde es sehr schön, wie du mit deinem Kabel da hingelaufen bist. Bitte? Das hat irgendwie sowas von einem schlechten Horrorfilm. Ja. Ja, gut. So, die Frage war, was machen wir noch in den Livestreams? So, Nadja, wir haben in den Ofen geguckt für dich. Heute vor allem. Ach, du bist gerade erst dazugekommen, David. Oder David. Ist schon vorbei. Oh, wir sind schon relativ fertig. Wir haben ja pünktlich um 15 Uhr angefangen. Wir haben einen Hefezopf gemacht, wir haben einen Hefeteig gemacht, haben den jetzt zum Gehen hinten in die Ecke gepackt. Haben unseren zweiten Hefeteig, den wir schon fertig hatten, haben wir einmal gezeigt, wie man einen Hefezopf flechtet. Beziehungsweise der Markus hat mir das gezeigt. Und der ist jetzt im Ofen und bäckt vor sich hin. Das heißt, jetzt im Livestream sind wir eigentlich durch. Wir sind jetzt auch schon eine Stunde, glaube ich, online. Ja. So wie ich aber das gesehen habe. Und wir wollen euch ja auch nicht überbelasten mit unserem Gebabbel. Aber in Zukunft machen wir das, was wir immer machen. Nämlich das, was wir wollen. Genau. Also Sachen, die halt gut schmecken, ja, ne, die wir selber essen. Wenn sich jemand was wünscht, freuen wir uns natürlich. Genau. Das tun wir, glaube ich, auf allen Kanälen. Ja. Wenn da irgendwie so Anregungen kommt, was jemand gerne mal gucken möchte, dann freuen wir uns immer. Und ansonsten machen wir eigentlich immer das, worauf wir Bock haben. Und das sind meistens Sachen, die lecker sind und Spaß machen. Deshalb absolut. Der ist das so unser Notfallplan. Du wolltest, Brigitte, du wolltest fragen, wie es Arnold geht. Also er heißt Arnold, aber das hast du dich wahrscheinlich einfach nur vertippt. Arnold de Flauschberg-Schmidtchen. Warte mal, ich schalte mal auf die andere Cam um. Dem geht's immer gut. So, das ist Arnold de Flauschberg-Schmidtchen. Dem geht's gut, dem geht's wie die Sau gut. Das ist, der ist eh völlig easy, der Kater. So, ja, Simon von Chefstaff, du hast das heute leider verpasst. Du siehst, es hat funktioniert. Markus von Meyers Kochtipps sagt, unser Zopf sieht super aus. Markus, ich würde dir eigentlich gerne ein Stückchen Zopf schicken, für deine Hilfe auch. Orgasmatisch sieht der aus. Das ist halt Simon von Chefstaff. Hey, vielen Dank. So, warte, Applaus. Genau. Nadja. Sieht super aus. Ja, vielen Dank. Das freut mich sehr, dass ihr das für gut erachtet.
Genau. Also, wenn ihr denn möchtet, dass wir bestimmte Sachen mal kochen und im Livestream mal zeigen, dann schreibt uns das bitte gerne hier unten, also entweder in den Chat jetzt noch rein oder einfach unter irgendwelche Videos von uns. Genau, das macht dann Sinn, dann sehen wir das und dann nehmen wir das sehr gerne auf. Wir sind jetzt noch am Überlegen, in was für einer Regelmäßigkeit wir hier diese Kochstreams dann tatsächlich machen. Wenn das denn gut bei euch ankommt, dann ja, würden wir das schon gerne öfters mal machen. Ja. Ich weiß nur nicht so genau wann, ob jetzt Samstag 15 Uhr die ideale Zeit ist. Nein. Ich würde sagen nein, weil das sind viele Familien irgendwann mal, wenn Corona wieder vorbei ist, einfach unterwegs. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, an was für einem Tag und um welche Uhrzeit wir am besten Streams machen. Im Idealfall, wann ihr dann halt auch Zeit habt, um zuzugucken. Weil wir machen das ja nur für euch. Wir brauchen ja hier nicht streamen für uns. Nee. Ne? Ja, gut. Wie sieht das aus? Haben wir noch? Warte, hier unten musst du auf den gehen, genau. Das wäre cool. Ist ein guter Abschlusskommentar. Ja, ja, aber jetzt haben wir so lange rumgepimmelt. Und das sind aber immer noch 12 Minuten. Sind immer noch 12 Minuten. Ist denn überhaupt noch jemand da? 25 oder was sind noch da? Ja. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube tatsächlich die Lösung, wir posten nachher ja auf Instagram ja das Ergebnis. Und du kannst ja auch ein Bild hier auf YouTube irgendwie, ne? Ein Bild kann ich euch auch. Das ist ja komplett dein Ding. Ja. Das kriegen wir hin. Wir machen auch noch ein Bild und schieben das in den Community-Tab. Dann seht ihr das auf jeden Fall. Ihr werdet es auch auf Instagram, auf unseren Kanälen sehen. Das wird auch funktionieren. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert. Natürlich, klar, auf allen Kanälen freuen wir uns immer, wenn ihr da seid und uns schreibt. Und der nächste Livestream, würde ich sagen, kommt bestimmt. Ja. Ja. Simon sagt, Sonntag 16 Uhr wäre eine gute Zeit. Ich glaube, da sind die Leute aber auch im Sommer lieber im Biergarten. Ja, ich wollte gerade sagen, da seid ihr doch eher mit Families unterwegs, mit eurer Freundin. Ich glaube ja montags. Montags geht man ja auch nicht weg irgendwie. Stimmt, Montag könnte eine sehr gute Idee sein, weil da haben ja auch viele Restaurants dann zu. Also jetzt ja sowieso, aber später auch. Montag könnte eine gute Idee sein, dass wir da vielleicht einen Livestream etablieren, jede Woche. Ja, schreibt es mal noch unten in die Kommentare. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis denn dann, euer Jens. Tschüss und eure Mirja.